Schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Diese Woche wieder ganz pünktlich. Vielen Dank nochmal für die vielen Hinweise letzte Woche und mit drei wunderbaren Geschichten für Sie. Erstens, tierisches von der Weltreise. Sehr, sehr, sehr niedlich. Zweitens, wir sind immer für den Nachwuchs zu haben und diesmal fördern wir ihn auf ganz besondere Art und Weise. Und drittens, der Pop-Art-Künstler Charles Fasino. Viel Spaß wünsche ich Ihnen. Unsere AIDA Cara ist ja auf Weltreise und diesmal habe ich für Sie keinen A-Moment, sondern einen oh, wie niedlich Moment. Viel Spaß! Heute machen wir uns auf den Weg zur Halbinsel Valdez, die seit 1991 zum Weltkulturerbe gehört. Und das Besondere ist, dass sie direkt zwischen zwei Golfströmen liegt. Bedeutet, sie ist eine der Brutstätten für Magellanenpinguine. Ja, die Magellanenpinguine, die kommen jedes Jahr einmal nur hierher zum Brüten direkt. Und ja, sie werden etwa 45 cm hoch, sind super niedlich und ja, natürlich ganz toll, wie tollpatschig sie entlang watscheln. Ja, jetzt sind wir angekommen in Punta Norte und von hier hat man einen tollen Blick auf Seeelefanten und Seelöwen. Denn auch diese kommen hier jährlich her, um zu brüten. Wunderschöner Tag heute, prima. Pinguine gesehen. Und da liegen die dicken, kleinen Babys. Jetzt, wo ich weiß, wie gut das ankommt, übe ich auch mal so zu gehen. Ich denke, das hilft. Apropos Talent, wir haben ja immer wieder Leute an Bord, die gerne mal vielleicht überlegen, Entertainment Manager zu werden und so. Zum Beispiel Jonas. Jonas ist 16 Jahre alt und er wollte mal gerne Showpraktikant werden. Alex hat ihn mitgenommen und ich denke, er hat seine Sache richtig gut gemacht. An dem Talent bleiben wir dran. Mein Traumberuf ist Entertainment Manager. Hier schämt sich ja jemand. Ich mache auch die so. Primetime alleine. Ja, ich mach das auch so. Habe ich jetzt auch einen eigenen Kameramann? Ja, soll ich auch. Darf ich auf die Bühne? Ja, 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 okay. Um eine Held zu machen? Komm, wir setzen uns da hin, Alex. Kannst du mal ein Video machen? Okay, darf ich. Gut, gut, gut. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Jonas Primetime. Sehr geil. Tja, guck mal hier. Ja. Guck mal hier, hast schon deinen Fanclub da, ne? Ja. Was steht da? Ein Dodo für Jonas und ein Herz für Jonas. Guck mal, du hast schon einen Fan und Jonas Primetime. Wie gefällt dir die Kulisse? Mir gefällt mir wunderbar. Also so könnte es immer sein. Ja, also jeden Tag. Wäre das jetzt so dein Traumjob tatsächlich? Das wär wirklich mein Traumjob, ja. Ich träume schon mehrere Jahre davon, Entertainment Manager zu werden. Jetzt kannst du deine Mama mal interviewen. Jetzt fragen wir doch mal so. Sie haben gerade gesagt, Sie werden täglich von Jonas interviewt? Ja, Jonas ist ein ganz furchtbar anstrengendes Kind. So, Achtung. So, herzlich willkommen zur Primetime. Mein Name ist Alex, ich bin Entertainment Manager von AIDA Ma. Und das ist Jonas und der hat heute mal so richtig übernommen. Das ist richtig. Oh, jetzt hat's abgebrochen. Komm zurück, wir machen weiter. So, wir kommen noch mal ein bisschen. Wir kuscheln, kennen wir ja schon. Und dann sage ich jetzt, das ist richtig und dann drehen wir uns um, okay? Also, was mache ich jetzt? Warte, jetzt muss ich wieder löschen. Ich sag, das ist richtig und dann drehen wir uns um und dann der Rest applaudiert. Okay. Alles klar. Das ist richtig. Ja, nein, du sagst nicht. Das ist richtig und das ist unser Publikum. Wir verabschieden
verabschieden uns jetzt. Das war sie nämlich, genau. Die Primetime. Du darfst das Ganze jetzt übernehmen. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal irgendwann, wenn ich wieder bei der Alex bin. Ich komme auf dich zu. Schönen Abend noch und hört euch an, wie viele gegessen habt heute Abend noch. Auf Wiedersehen! Jawohl! Im ganz normalen Alltag hat man ja selten Gelegenheit, in eine Galerie zu gehen. Bei uns an Bord gibt es auf jedem Schiff wunderbare Galerien mit wunderbaren Künstlern, die da ausstellen und die manchmal auch da sind, wie zum Beispiel Charles Fasino, ein Pop-Art-3D-Künstler, der wunderbare Bilder macht. Ich habe selber auch eins gekauft und er war an Bord und hat sich viel Zeit für die Gäste genommen. Gucken Sie mal. So for me as an artist, it's just a really great thing, especially to be so far from home and so many people already know the artwork, so that's really a cool feeling. Wir waren gerade bei der Signierstunde von Charles Fasino und haben uns selber ein eigenes kleines Meisterwerk signieren bzw. nicht nur signieren, sondern auch erstellen lassen. Ganz arg toll. Klasse Erlebnis. Mich hat dann vor allen Dingen berührt, dass er jetzt ein Motiv für Hamburg entwickelt hat. Und dieses Bon Voyage Hamburg, da ich auch aus Hamburg komme, das ist einfach ein Muss für einen Hamburg-Sammler. Toller Künstler, tolles Werk. Die typische Hamburg-Atmosphäre wurde super eingefangen. Mit Fischmarkt und neue Elbphilharmonie, AIDA, viele Schiffe zu sehen. Sehr gelungene Atmosphäre. Ist sehr gut. Elfie, eben gerade noch auf dem Bild von Charles Fasino, jetzt hier hinten im Hintergrund. Und jetzt kommen wir zur Verlockung der Woche. Sie haben sicher schon darauf gewartet. Diesmal geht es nach Asien. Und wenn Sie mehr wissen wollen über uns, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro und lassen sich da ordentlich beraten. Und jetzt viel Spaß! Wir starten unsere Reise in Bangkok und besuchen als erstes Koh Samui mit seinen Traumstränden. Nachdem wir Singapur verlassen haben, erwartet uns Penang und Kuala Lumpur. Wir machen noch Halt in Ho Chi Minh Stadt und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Bangkok. Tolle Bilder. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal hin. Ich spreche mal mit meiner Frau. So, und jetzt kommen Sie, die Bilder der Woche. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Break of dawn.